Was meinst du, ob die Kinder schon da sind? Kannst du nicht mal nachgucken, ob die schon vorm Fernseher sitzen? Guck doch mal nach, Stefan. Die Kinder sind schon da. Die sind schon da? Ja. Dann schieb doch mal ganz auf. Ja, tatsächlich. Da sind sie ja, Maggie May und Justin. Hallo. Joel, Lena, Lukas, hallo. Oh, das ist ja toll, dass ihr alle da seid. Heute dürft ihr mal Fernsehen gucken, weil wir haben heute nämlich ein ganz tolles Programm für euch vorbereitet. Ne? Ja. Wollen wir den Kindern jetzt erzählen, was wir so alles haben? Können wir machen. Ja? Dann fangen wir an. Ja, also wir haben einen Puppenfilm für euch. Das ist Yoshi und der Weihnachtsstern. Yoshi und der Weihnachtsstern, ganz genau. Und dann haben wir noch so eine kleine Schweinchengeschichte. Also nicht das, was ihr denkt, sondern da gibt es ein kleines Schweinchen, das muss Weihnachtsgeschenke verpacken. Genau. So wie wir. Wir sind ja hier auch noch am Verpacken. Das kannst du übrigens schon mal einpacken. Kannst du das schon mal einpacken? Ja, ja, pack das schon mal ein. Und ihr dürft uns mal zugucken heute, weil ja heute Weihnachten ist. Und heute kommt ja der Weihnachtsmann oder das Christkind. Oder wie war denn das jetzt eigentlich? Wer kommt bei euch? Eigentlich der Weihnachtsmann, ne? Ja, bei uns war immer das Christkind. Das Christkind kennt's ja, das ist ja Jesus, ja, ne? Da, und eigentlich feiern wir ja Weihnachten doch... Wegen dem Christkind. Genau, den Geburtstag von Jesus. Genau. Aber so viel kann ich dir darüber auch gar nicht sagen, wirklich. Aber wieso ist denn das dann mit dem Weihnachtsmann? Ich meine, es kann natürlich sein, damals als Jesus geboren wurde, da kamen doch diese Könige, diese heiligen drei Könige. Die drei, ne? Heiligen Könige, ne? Genau. Und die haben doch Geschenke gebracht. Ne? Die haben Sie doch hier haben Geschenke gebracht. Geschenke gebracht. Und dann, glaube ich, hat Jesus sich da so drüber gefreut, dass er gesagt hat, wenn mein Geburtstag gefeiert wird, möchte ich, dass die Kinder Geschenke kriegen. Auch Geschenke kriegen. Und dann hat er vielleicht den Weihnachtsmann engagiert, weil er das ja gar nicht alles alleine schaffen kann. Aber ob das wirklich so ist, weiß ich auch nicht genau. Kinder, wisst ihr das? Weißt du, wen wir fragen könnten? Hm? Ich habe einen Freund, den Peter. Den Peter Dommel. Manche von den Kindern kennen den sogar. Kennt ihr den Peter? Den Zauberer. Den könnte ich mal anrufen. Dann mach das mal, ne? Ja, oh, das mache ich mal. Weißt du die Nummer von dem? Nee, ah, ich glaube, ich weiß du die nicht. Noch? Ja. Ja. Hallo Peter. Ja, schön. Ja, hier ist Rainer. Du, wir sind gerade im Studio und packen noch ein paar Weihnachtsgeschenke für die Kollegen ein und für unseren Chef hier. Und wir wollen dann ja auch irgendwann nach Hause gehen. Aber wir haben da mal so eine Frage wegen dem Christkind und dem Weihnachtsmann. Und du kennst dich dort da wirklich gut aus. Das wäre eigentlich irgendwie toll, wenn wir mal da so dich mal fragen könnten. Du hast doch da immer... was ist da? Nichts. Peter? Ach, da bist du ja! Hallo. Da kann ich ja aufhören. Ja. Mensch, das ist ja schön, dass du da bist. Peter, kennst du eigentlich Peter, mein Freund? Peter, nee, den Zauberer? Denn? Das ist Peter, der Zauberer. Ja. Das ist der Zauberstab dabei. Kinder, Peter hat den Zauberstab mit. Ja, aber ich wollte dich eigentlich mal fragen, wie das mit dem Weihnachtsmann und dem Christkind ist. Aber das können wir gleich klären. Wenn du nun schon mal da bist und du hast ja auch was mitgebracht, ja, dann hast du bestimmt was für die Kinder mitgebracht, ne? Aber absolut. Ja? Und möchtest du das im Stehen oder im Sitzen? Ja, machen wir das doch gleich mal. Ja? Soll ich das ein bisschen zurück, ne? Reiß dir mal ein bisschen zurück. Okay, warte. So. Ja, gerade rechtzeitig zur Weihnachtszeit, da ist so dieses schöne Bild von dem Weihnachtsmann bei mir eingetroffen. Und dann habe ich hier weiter. Zu mir, komm ein bisschen zu mir. So ist es besser, ja, so ist es besser. Gerade zur Weihnachtszeit ist das schöne Bild eingetroffen von dem Weihnachtsmann. Und auf der anderen Seite habe ich auch noch ein zweites Bild. Das ist von Rudolf. Und Rudolf ist ja das Rentier, das den Schlitten gezogen hat, wo die Geschenke für die Kinder drauf sind. Ja, also mal sehen, ob die Kinder zu Hause und ob ihr beide hier im Studio auch gut aufpassen könnt. Ich nehme Rudolf und Rudolf tue ich hinter meinen Rücken. So, wo ist jetzt der Weihnachtsmann? Shannon, weißt du das? Vorne in deiner Hand? Shannon, du hast aber nicht gut aufgepasst. Oh. Der Weihnachtsmann ist doch jetzt hinten gewesen. Oh.
Ja. Das ist ein Zauberer. Nee, und wo ist Rudolf? Rudolf auf der anderen Karte, natürlich. Also wir machen das Ganze nochmal, damit Shannon das auch versteht. Kinder, pass auf. Die Kinder passen zu Hause auch auf. Jetzt machen wir es ganz, ganz langsam, Shannon. Okay. Wir nehmen Rudolf. Ja. Rudolf kommt hinter meinen Rücken. Ja. Na, jetzt ist doch wirklich einfach. Wo ist, nicht Rudolf, sondern wo ist der Weihnachtsmann? Vorne in deiner Hand. Shannon, irgendwas hast du nicht verstanden. Nee, ich glaube oder? Auch. Ist natürlich nicht da, weil Rudolf ist ja auf der anderen Karte jetzt auch noch drauf. Ne? Also ich denke, wir machen das jetzt nochmal ganz, ganz anders. Und zwar, ich nehme jetzt einfach mal den Weihnachtsmann, dann wird es ein bisschen einfacher für dich. Ja. Ja? Und die Kinder haben das zu Hause sicherlich schon verstanden. Wir nehmen den Weihnachtsmann und ich tue den Weihnachtsmann hier hinten hinter. Ja? Wo ist jetzt der Weihnachtsmann? Natürlich hinter deinem Rücken. Hast du wieder nicht aufgepasst? Da ist doch jetzt Rudolf. Ne? Wie kann das sein? Ne? Und der Weihnachtsmann ist auf der anderen Karte drauf. Ja? Ja. Ja, nun ist aber so, weil heute ja schon Heiligabend ist, oh, der Weihnachtsmann, der hat ja auch wahnsinnig viel zu tun. Der muss ja nicht nur die Geschenke mit seinen Schlitten und mit Rudolf ausliefern, der muss die vorher auch noch einpacken. Ja. Und deswegen lassen wir den Weihnachtsmann jetzt mal gehen, damit er das alles einpackt. Und allen Kindern zu Hause und auch euch beiden hier im Studio wünsche ich eine ganz, ganz herzliche Weihnacht. Haha, danke. Dankeschön. Dankeschön. Ja, dann kannst du uns jetzt erzählen, sollen wir deinen Stuhl wieder hier so ein bisschen nach vorne holen? Dann kannst du dich wieder zu uns setzen oder so. Diese Geschichte mit dem Christkind und dem Weihnachtsmann. Und ja, da müssten wir eigentlich mal an den Nordpol gehen. Aber das ist doch unmöglich. Wie wollen wir denn so schnell da hinkommen? Ich meine, jetzt mit dem Flugzeug dahin fliegen ist unmöglich. Ja, es ist auch ein bisschen spät. Jetzt, ich glaube... Ja, ich bin doch der Zauberer. Ich kann uns doch von hier, von dem Studio, hinzaubern an den Nordpol. Stimmt. Das kannst du? Ja, müssen wir nur das richtige Zauberwort sagen. Soll ich uns das mal beibringen? Ja. Ja. Hasenfleisch und Kohl, wir fliegen an den Pol. Vielleicht können die Kinder das zu Hause auch mit uns mal gemeinsam Mach sagen. Mach das mal. Ja? Soll ich es noch einmal sagen? Ja. Gut. Hasenfleisch und Kohl, wir fliegen jetzt an den Pol. Hasenfleisch und Kohl, wir fliegen an den Pol. Aber... Es braucht ein paar Minuten nur. Bevor wir jetzt wirklich diesen Zauberspruch, bevor wir ernst machen, sollten wir vielleicht noch mal einige Sachen klären. Erstens, da wo wir hinwollen, da ist ja ziemlich kalt, ne? Und ja. Ich habe mit meinem Hemdchen hier. Ja. Und das wäre, dann holen wir uns eine Erkältung. Und dann können wir gar nicht schön Weihnachten feiern, wenn wir nachher krank sind. Ja, aber da kann ich ja auch was für zaubern. Und bevor du jetzt zauberst, dann will ich den Kindern noch sagen, wenn wir jetzt mit Peter an den Pol gehen und den Weihnachtsmann fragen werden, wie das mit ihm und dem Christkind zusammenhängt, da werden wir euch ein schönes Puppenspiel zeigen. Und zwar von Yoshi und der Weihnachtsstern. Yoshi und der Weihnachtsstern. Und während wir zum Pol gezaubert werden, guckt ihr das an. Und wenn das vorbei ist, dann kommen wir am Pol an und dann sehen wir uns wieder. Und jetzt müsstest du uns irgendwie mal was Warmes anziehen. Und dir auch. Nicht, ja, bring uns erstmal wieder den Zaubervers bei. Ja. Ja. Hagelschlag und Schnee mit warmer Kleidung tut die Kälte nicht mehr weh. Das war schon ganz schön lang. Sollen wir das nochmal üben? Wollen wir das nochmal üben? Ja. Ja. Hagelschlag und Schnee mit warmer Kleidung tut die Kälte nicht mehr weh. Kriegen wir das nochmal mit den Kindern gemeinsam hin? Ja, wir versuchen es nochmal. Okay, auf 3, 2, 3. Hagelschlag und Schnee mit warmer Kleidung tut die Kälte nicht mehr weh. Das probieren wir jetzt. Du sagst, wenn es ernst wird, ja? Ja. Na, mach. Bei 3? Ja. 2, 3. Hagelschlag und Schnee mit warmer Kleidung tut die Kälte nicht mehr weh. Boah! Oh mein Hast Gott. Du das gesehen? Ja. Ja. Du bist ein richtiger Zauberer. Ja, das bin ich. Das kannst du auch sagen. Ja, jetzt ist, ich meine, jetzt kann uns am Pol nichts mehr passieren. Jetzt sind wir gut gerüstet. Dann könnten wir ja jetzt ernst machen
Und dann könnten wir jetzt diesen ersten Zauberspruch, den wir vorhin geübt haben, machen. Ja. Wie ging der nochmal? Ja, mit dem Hasenfleisch und dem Kohl. Ja, 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 genau. An den Pol. Ne? Komm, wir fassen uns an. Müssen wir hinstellen dazu? Ja. Du, kannst du uns auch anfassen? Und dann ja, weil wenn ich an der einen Hand brauche ich den Zauberstab in der einen Hand. Also auf drei wieder. Ne? Ja. Zwei, drei. Hasenfleisch und Kohl. Wir fliegen jetzt zum Pol. Nee, das war doof. Das war doof, hat nicht funktioniert. Kein jetzt. Wir fliegen an den Pol. Wir fliegen nochmal. Kinder, wir müssen uns konzentrieren. Konzentrieren. Ja, genau. Also, zwei, drei. Hasenfleisch und Kohl. Wir fliegen an den Pol. Das war nicht, glaube ich. Wir sind da. Na, das war ja ein Flug. Und alles so weit. Du weißt wirklich, wo wir landen müssen, ne? Ja, ich weiß das. Es sieht so verloren hier aus. Ganz schön kalt hier, ne? Mir ist es auch kalt. Oh, das ist richtig kalt. Mehr nach rechts hier. Ich glaube, da hinten ist er lang. Ja, genau. Also, das ist ja ganz spannend. Ich freue mich ja schon. Kalt. Ne? Hä, wer bist denn du eigentlich? Ja, das ist doch nicht der Weihnachtsmann, oder? Nein! Das sieht man doch. Du bist doch nicht der Weihnachtsmann. Nee, das sieht man doch. Nein. Ich bin der Hausmeister vom Weihnachtsmann. Ach so, das haben wir doch. Komm mal rein. Du bist der Hausmeister. Oh, hier ist ja schön warm. Ja, weil die Mützen abnehmen. Oh, Mann. Doch, guck dir das mal an. Hier, Feuer. Feuer. Ja, ich sehe, ihr seid ziemlich ausgefroren. Ich hole euch mal was zu trinken, ne? Ich hab mal aus. Ja, hier ist schön warm. Hier, komm mal hier ans Feuer. Guck dir das mal an hier. Die Hände werden doch wieder warm. Ich hab gar keine Handschuhe mitgenommen. Ich habe hier einen warmen Kakao für euch. Dankeschön. Ich hätte gerne den großen. Dankeschön. Danke. Muss gehen. Ah, der ist der große, ja. Okay, danke. Ja. Hier können wir uns setzen. Ja, dann macht es euch mal gemütlich bei mir, ja. Kann ich auch noch irgendwo sitzen nehmen? Du hast gesagt, du bist der Hausmeister? Das bin ich. Kannst du dem Hausmeister nicht mal einen von deinen Zaubertricks zeigen? Ich meine, wenn wir schon mal das hier sind. Ja, das ist so. Kannst du mal festhalten, so lange, ja? Weil ich muss jetzt da noch mal an meine kalte Winterjacke gehen. Ich wusste ja nicht, dass es hier so schön warm ist, dass man die ausziehen kann. Und aus meiner kalten Winterjacke hole ich eine kleine Luftbombe. Das hältst du noch mal fest, aber niemanden damit berühren. Darf ich auch nichts sagen, ne? Nein, weil sonst verwandelst du dich um Mitternacht in einen Hasen. Ja. So, also, wir haben jetzt so schön Kakao gekriegt, aber zuerst hat er uns gar nichts angeboten, ne? Nein. Aber das macht ja nichts, weil wir Zauberer, wir machen unser eigenes Essen. Ja. Wenn ich jetzt nämlich hier so eine... Ebert, warte mal. Nein, jetzt habe ich, jetzt bin ich mittendrin, jetzt kann ich nicht mehr warten, ne? Jetzt wollen wir nämlich die Rotwurst machen. Das ist eine Rotwurst, die reicht so, na, ich würde sagen, für eine ganze Woche vor. Eine Rotwurst für eine ganze Woche? Ja, kannst du mir auch mal halten hier? Das klingt gut, ne? Wenn man die isst, braucht man eine Woche lang nichts mehr zu essen. So, aber mal schauen, ob die auch gut schmeckt. Schon so, ne? Fehlt irgendwie Ketchup und Senf. Soll ich welchen zaubern? Ach nicht. Nein, Vorsicht. So. Also, liebe Kinder, lieber Woki, da muss auch noch alles rein, bis alles ganz drin ist. Schmeckt sehr gut eigentlich. Und das ist das Fettige.
Und rüberflocken, rüberflocken. Ja. Komm, geh das mal an. War die Reste. Schmecken meistens nicht. Ha, das ist ja. Ja, vielen Dank. Dann dürfen die Kinder zu Hause auch mal klatschen, finde ich. Ne? Ja, ne? Ja. Gut. Aber was ich mal gerne wissen möchte ist, sag mal, wenn du der Hausmeister vom Weihnachtsmann bist, wo ist denn dann dein Chef? Wo ist denn der Weihnachtsmann? Ja, der hat zu tun. Der hat zu tun, das ist doch klar jetzt in der Zeit. Der hat voll Hochkonjunktur. Ach ja, ja, ja. Mhm. Also ist er gar nicht da. Wir dachten eigentlich, wir können ihn hier antreffen. Nee, der ist unterwegs. Schade. Wir haben ja eigentlich da so eine Frage so. Deswegen ist es ja für mich auch so einsam in dieser Zeit hier. Ja. Der ist unterwegs und er hat auch sein Handy wieder liegen lassen. Also ich habe keine Nachricht. Dankeschön, Dankeschön. Und hast du eine Ahnung, wie das mit dem Christkind und dem Weihnachtsmann zusammenhängt? Mit dem Christkind und dem Weihnachtsmann? Naja, wir feiern doch eigentlich Weihnachten den Geburtstag von Jesus. Ja. Und was macht dann dein Chef da? Ist der bringt den Geschenke, der lenkt die ab. Ich würde sagen, der lenkt die ab, die Ach Kinder. Ach so. Burki, du hast gesagt, du kriegst nicht so oft Besuch, ne? Ja, das ist... Hast du dich jetzt gefreut, langweilig. Dass wir gekommen sind? Ja. Und ich bin so viel Zeit alleine, dass ich mir manchmal ganz komische Gedanken mache. Ja. Und ich habe ein Lied mir ausgedacht. Kannst du uns das vorspielen? Das würde ich gerne, dass das mal jemand hört. Ja. 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 Würde ich gerne ich sehe, da vorne ist ja eine Gitarre. Kannst ja. du die... Kannst du machen? Ja, natürlich. Ist sowieso schon kalt geworden. Ja. Ja. Okay. Gut. So. Ah ja. Ich hol. Der ist angestellt. Wohin soll ich den Kaffee machen? So, dann bin ich hier wieder. Soll ich das halten? Nimm mal die ja. Tassen, ja? Ja. Stände, darf ich auch deine Tasse? Kannst du, genau. Bring ich mal raus. Also ja. Ich habe hier meinen Leuchtturm mitgebracht. Ohne den geht überhaupt nichts. Ja. Und das ist das Lied, was du uns singst? Das ist das Lied. Ja. Und das soll ich dir halten? Das kann ich mir, ja. 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 Oder leg es hier hin. Soll ich es da hinlegen? Genau. Peter, was mache ich denn mit der die kannst du mir zurückgeben. Luftpuppe? Dann mach ich den Burki mal. Nein, das ist doch Quatsch, ist das doch. Ach nein, das ist so Schabernack. So, dann soll ich mal? Ja. Ja, mach mal. Okay. Spiel mal was Schönes. Siehst du einen Leuchtturm, der dich führt durch diese Welt? Nochmal anfangen. Siehst du einen Leuchtturm, der dich führt durch diese Welt? Eine Welle, die dich trägt. Kennst du ein Licht, dem du vertrauen kannst? Egal, wo dein Schiff gerade steht. Wenn es anderen nicht gefällt. Das Licht soll brennen, kein Schiff soll mehr untergehen, keiner soll verzweifeln, der Horizont ist schon zu sehen. Unser Herz sieht manchmal besser, Steuern, konzentrier dich auf das Ziel, damit
von dir weg und zieh die Menschen neben dir, dann bist du auf dem rechten Pfad. Wer liebt, ist verletzlich, das tut manchmal heftig weh. Endlich konnte ich das diesmal loswerden. Ja. Und die ganzen super. Kinder haben zugeguckt, die das ist mit uns super. Sind. Das ist super. Ja. Hast du dir viel Mühe mitgegeben? Ja, genau. Das war wirklich gut. Hey, es ist schon dunkel geworden. Ihr müsst zu den Sternenschwestern, die kenne ich. Ja, was sind das für welche? Wenn ich das euch verraten würde, dann wüsstet ihr das ja schon vorher. Ja. Und wo sind die? Ja, da müsst ihr euch wieder anziehen, da müsst ihr raus. Da müsst ihr in die Kälte raus. Nicht schon wieder Kälte. Auf der Milchstraße, die? Sind das die? Ja. Dann muss ich uns, glaube ich, wieder hinzaubern. Aber ich will euch nichts verraten. Ja, gut, dann ziehen wir uns mal wieder an. Kommt ein bisschen nicht so da hinten, genau. Und dann ziehen wir uns wieder an. Ja, Burki, das war ja ganz toll bei dir. Kannst du meine Tasse mir noch mal rüberreichen? Nee, die Tasse habe ich jetzt zum Abwasch gebracht. Die Tasche jetzt nicht ist gar nicht mehr da. Ja. Dann bleibe ich mir leid, ohne Tasse jetzt hier zurück. Ja, du kannst ja noch ein bisschen spielen. Wir können ja vielleicht nächstes Jahr mal wiederkommen, oder? Ja, vielleicht kommen wir ja auch mal da, wenn dein Chef da ist. Ich meine, das ist ja heute, weil ja heute ist ja Weihnachten, da ist er natürlich unterwegs, aber vielleicht kommen wir noch mal wieder nächstes Jahr, wenn der da ist. Ja. So, ich glaube, von mir aus können wir. Müssen wir uns wieder so den Zaubervers lernen, auch mit den Kindern zu Hause. Ja. In diesem Fall heißt der, komm her. Wollt ihr euch gleich anfassen? Ja. Den muss uns erstmal beibringen, ehe der wirkt. Ja, ne? Okay. Meine Hand. Wir sind ja nicht von gestern und fliegen zu den Schwestern. Ja. Kriegen wir das hin? Nicht wir von probieren gestern, sondern Schwestern. Ne? Probieren erst. Ja. Wir sind ja nicht von gestern und fliegen zu den Schwestern. Und wir fliegen zu den Schwestern. Okay. Ja, das ist wichtig, dass ja, das da nicht konzentrieren. Ne? Kriegen wir das jetzt mit den Kindern gemeinsam hin, jetzt im Ernst? Ja. Du gibst vor. 2, 3. Wir sind ja nicht von gestern und fliegen zu den Schwestern. Milky Way. Bei dir ist aber im Flug irgendwie die Mütze verkehrt. Ich werde sie dir gerade zaubern. 1, 2, 3. Ist richtig? Ja. Oh, danke, Peter. Gut. Komm, ich höre die Musik schon. Ja, ich auch. Das auch? Ja. Tatsächlich. Das kommt aus der Richtung. Da gehen wir mal hin. Lass uns mal losgehen. Seid ihr die Sternenschwestern? Ja, das sind wir. Kommt rein, kommt zu uns. Kommt. Ja, wir sind von Burki gekommen. Ach, kennt ihr Burki? Burki ist ein Freund von uns und von den Kindern. Ja. Er ist doch der Hausmeister vom Weihnachtsmann. Genau, richtig. Der hat uns gesagt, wir sollen die Kinder mitnehmen und wir sollen in den Sternennebel, die ja der Milchstraße fahren, zu den Sternenschwestern, weil ihr so schön singen könnt. Ja. Okay. Warum singt ihr immer so schön? Das machen wir gerne. Aha. Vielleicht könnt ihr auch für uns mal was singen. Ja, könnt ihr denn jetzt mal für uns und für die Kinder mal ein Lied singen? Ja, machen wir. Wir würden das gerne hören. Oh ja, das wäre schön. Die Gitarre ist total verstimmt. Ja, wenn die verstimmt ist, muss es immer stimmen. Ja, ich glaube, von der Wärme ist das total verstimmt.
Gitarre zu Hause, die verstimmt ist? Die Sternengitarre ist verstimmt. Ja. Wie fandet ihr denn das? Gerne. Könnt ihr noch ein Lied? Ja. Ja, für uns noch eins? Ja. Sehr schön. Weil Weihnachten ist, haben wir noch ein Lied für euch. Oh, das ist ja super. Kinder, wollt ihr auch noch ein Lied hören? Ja. Ja, ne? Wir auch. Ich glaube, die Gitarre hat sich noch mal verstimmt. Ja. Aber du hast nur da so Knöpfe dran. Ja, genau. Ich merke das nicht. Weil es so kalt ist. Ja. Da stimmt sich die Gitarre. Das ist hier im Sternennebel, aber das ist so. Man kann ja auch weit gucken, ne? Also, das ist schon. Kinder, wart ihr schon mal auf der Milchstraße? Warst du vorher schon mal auf der Milchstraße? Noch nie. Nee, ne? Ich habe schon mal Milky Way gegessen. Ja, das kenne ich auch, ne? Kennt ihr auch, ne? Aber das dürfen wir ja gar nicht sagen. So, jetzt kommt, seid ihr so? Ja. Ist es jetzt wieder gut? Ich glaube ja. Es ist wieder gut. Jetzt geht's los. Das zweite Lied. Jesus.
sehr gut. Und jetzt machen wir zur Belohnung für die Sternschwestern. Kannst du doch noch mal... Ja, ich könnte ja noch mal was zaubern. Kinder, ne? Mal was zaubern. Da muss ich jetzt allerdings... Erstmal müsste ich jetzt mein Requisit dazu holen. Mein neuestes Spielzeug aus den Vereinigten Staaten von Amerika. Ehrlich? Den sogenannten Bommelstab. Ja, mit... Hast du es gesehen? Ja. Das ist ein sogenannter Bommelstab. Nicht? Weil der hat hier auf der meiner linken, von den Kindern aus gesehen, natürlich die rechte Seite, eine rote und eine grüne Bommel. Und die sind mit einer langen Schnur miteinander verbunden. Das heißt, wenn ich jetzt die rote Bommel ziehe, dann geht die grüne hoch. Und wenn ich die grüne ziehe, dann geht die rote hoch. Aha. Ist ja logisch. Ja. Und auf der anderen Seite ist genauso. Da ist eine blaue und eine gelbe Bommel. Und wenn ich die gelbe ziehe, dann geht die blaue. Hä? Oh. Moment. Die rote zieht die grüne. Na, wie denn? Rot und grün, jetzt habe ich es wieder. Ne? Und wenn ich die blaue ziehe, dann geht die gelb. Ah, oh, sag mir. Blau und gelb, jetzt habe ich es richtig. Und grün zieht die rot. Die haben mich ganz durcheinander gebracht. Ich fange nochmal von vorne an, ist einfacher. Nee, lieber nicht. Ja? Also rot und grün gehören zusammen. Wenn ich rot ziehe, geht grün hoch. Und wenn ich grün ziehe, geht rot hoch. Und da auf der anderen Seite ist es genauso. Ja. Wenn ich gelb ziehe, dann geht blau. Hä? Nee, blau auch nicht. Nee. Warte mal, rot zieht grün. Oh. Rot und grün, jetzt hab ich's. Ne? Ja, genau. Und wenn ich und blau, gelb zieht. Gelb und blau gehören. Jetzt hab ich's richtig. Und wenn ich die grüne ziehe, dann geht die rot. Also in der Beschreibung stand jedenfalls drin, man darf auf keinen Fall zwei Bommeln gleichzeitig ziehen, weil dann macht man innen die komplizierte Zaubermechanik kaputt. Ich weiß nicht, ob die Kinder zu Hause schon mal ihr Spielzeug kaputt gemacht haben. Habt ihr schon mal? Also bei mir, da ist nichts zwischen den Stäben, wie ihr seht, nicht? Aber es ist auch nicht ganz so schlimm, weil da ist ja Garantie drauf. Das heißt, man kann das schön zusammenpacken und dann in ein Paket tun und adressieren und nach Amerika schicken zur Reparatur. Ja. Und die reparieren das ganz umsonst. Aber sie haben gesagt, es dauert 3 Monate, bis das heile ist. Und so lange wollte ich nicht warten. Ich wollte den Kindern zu Hause und den Schwestern nochmal zeigen, dass Rot und Grün zusammengehören. Und wenn ich Gelb ziehe, geht Grün hoch und Rot zieht auch Gelb hoch, während Grün und Rot zusammengehören und Blau zieht Gelb, obwohl Gelb und Blau zusammengehören und Grün zieht Gelb. Und das, meine Damen und Herren, muss Zauberei sein. Dankeschön. Oh, Dankeschön. Das war ja Dankeschön. Wunderbar. Ja, könnt ihr noch ein paar Takte spielen, wenn wir uns jetzt wegzaubern, weil wir müssen jetzt nämlich nach Hause wieder. Ja, klar. Und kannst du uns jetzt wieder nach Hause bringen? Ja, ich muss mir den richtigen Zauberspruch nochmal angucken. Ja. Moment. Bring das einfach okay. Hier. Ich glaube, wir wollen jetzt nach Hause. Ich glaube ja, auch, es wird Zeit. Wir Kinder müssen das auch wieder mit sein, damit wir das auch richtig hinkriegen. Ja. Ja. Und zwar der Zauberspruch, um nach Hause zu kommen, ist: Im Ohr mit einem Floh geht's zurück ins Studio. Wir üben das mal. Wollen wir das mal üben mit den Kindern? Ja? Ja. Ist ja auch ein bisschen lang. Ne? Ja. Im Ohr mit einem Floh geht's zurück ins Studio. Nicht in der Studio. In das Studio. In das kann man zusammentun zu ins. Ist so ganz einfach. Ne? Nein, das lernt ihr in der Schule heute nicht mehr. Aber naja, ist egal. Also nochmal. Mit einem Floh geht's zurück ins Studio. Die Kinder haben das schon verstanden. Ja, die kriegen das hin. Mal. Also, 2, 3. Im Ohr mit einem Floh geht zurück ins Studio. So machen wir es jetzt, ne? Und das. Achso, ich dachte, das wär's schon. Aber nein, das war ja die Übung. Jetzt müssen wir den Schwestern nochmal Tschüss sagen. Ach ja, haben wir ganz vergessen. Tschüss. Bis frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Bis nächstes Jahr vielleicht. So, jetzt sagen wir es richtig. Ne? Im Ohr mit einem Floh geht zurück ins Studio. Das war ja ein Abend. Oh, das hat mir aber gut gefallen. Ich muss erstmal raus aus den Sachen. Warm ist das hier. Hier ist ja warm. Ne? Mensch, du. Oh, aber das war ja ein Abenteuer. Was, Kinder? Das kann man laut sagen. Lukas, was sagst du dazu? Nela, und du?
Das Chantal ist auch da. Das war super, ne? Ja. Kommst du alleine raus, Jörn? Ne? Ja, ja, ja. Junger Mann noch. So ja, klar, ja, natürlich. Ja. Meine Hände sind noch ganz durchgefroren. Oh. Ja, da war ja auch ganz schön kalt da, ne? Ja, das stimmt und wir hatten noch gar keine Handschuhe. Nur genau. Ja, nur ich, ja. Hättest uns ja mal welche zaubern können eigentlich. Ja. Ach, haben wir vergessen. Ja. Alles können wir ja auch nicht. So, ich bin ja der Meinung, dass wir jetzt fast bald nach Hause sollten, weil heute ist ja Weihnachten und ich glaube, deine Eltern warten ja auch, ne? Natürlich, die warten schon auf mich. Und ich will ja auch nach Hause. Der Weihnachtsmann bringt ja die Geschenke wegen dem Christkind heute. Aber ja, ein bisschen haben wir ja noch Zeit. Kinder, was meint ihr? Weil der Peter ja noch da ist, soll der Peter uns noch was zaubern? Ja, ich schau mal. Ja, Sie sagen, Sie haben gesagt. Ich habe ja noch so ein bisschen was in der Tasche mitgebracht. Aber Peter? Ja, sag mal. Du, aber sag nicht immer meine Damen und Herren zu unseren Freunden. Habe ich mal Damen und Herren gesagt? Wohin? Auf der Milchstraße. Naja, die sind doch schon große Kinder. Hallo, meine Damen und Herren. Ja, die Damen und Herren, die können doch schon lesen. Dann kann man auch Damen und Herren sagen. Ne? Also, meine Zauberröhre möchte ich vorstellen. Ja. Ja, in die Zauberröhre kann ich sogar sitzen. Ne? Da kann man nämlich sein Tuch reinstecken. Wissen die Kinder eigentlich, was meine Lieblingsfarbe ist? Na, was meint ihr? Rot. Sehr schön. Und die Farbe, die wir zu Weihnachten, wenn es weiße Weihnachten gibt, dann brauchen wir Schnee, nicht Schnee. Dann brauchen wir Schnee. Ja, dann brauchen wir Schneefarbe. Und der Schnee ist blau. Oh, so ein Quatsch, da kann ich auch Damen und Herren sagen. Ja, wenn du sagst, der Schnee ist blau, ne? So, wollen wir mal schauen, was das macht, wenn ich das hier drin habe, ja? Ja. Und dann kann man nämlich, eins, zwei. Oh. Er hat's gemischt. Meine Beintücher sind gemischt. Er hat's gemischt. Dankeschön. Oh, das war ja cool. Wie hast du das gemacht? Ja, sehr gut hast du das ja gemacht. Du hast ja hier deinen gefährlichen lieber nicht. Zauberstab hast du ja gar nicht benutzt. Fass den lieber nicht an, ne? Ja. Würde ich jetzt nicht anfassen. Ja, das war ja ein tolles Ding. Oh ja. Lieber Peter. Lieber Rainer. Hab Dank dafür, dass du mit uns zum Nordpol, zu Burki und zu den Sternenschwestern gereist bist. Das, ja. Ohne dich hätten wir das ja gar nicht gekonnt. Nee. Da wollte ich ja schon immer mal hin. Das war toll, das ne? Das war wirklich toll. Ja. Ja, da sind wir dir sehr dankbar und die Kinder haben sich auch sehr gefreut. Ich könnte ein Reisebüro aufmachen, ne? Für Nordpol, Wolfsburg, Burkis. Peter ist nicht Burki. Peters Weihnachtsreisen. Ja. Was meint ihr, Kinder? Peterles Weihnachtsreisen. Wir kennen ja von früher so Peterles Mondfahrt und das ist dann Peterles Sternenfahrt. Ja, das wäre was. Das würde mich freuen. Ja, ja dann ich würde jetzt sagen, wir machen jetzt so langsam Schluss. Ne? Ja. Weil ich muss auch nach Hause, weil wir wollen ja auch Weihnachten feiern mit unseren Leuten. Und du musst, glaube ich, auch nach Hause, ne? Ja. Ja, sonst sind die traurig, wenn du nicht kommst, ne? Die warten schon. Ja. Du musst noch den Baum anstecken. Ja, aber nicht den ganzen Baum. Nein, nein, nur die Kerzen auf den Baum. Ach, das gehört, oh, Mann, oh, Mann, das wisst aber doch jedes Baby, dass das gemeint ist. Ich würde sagen, dann zauberst du dich wieder weg. Ja. Weil wir müssen dann hier abschließen. Wir können uns ja nicht wegzaubern. Wir müssen ja so gehen. Aber ich mich. Lieber Peter, hab Dank dafür. Und Kinder, sagt ihm noch mal ein ordentliches Tschüss. Tschüss. Weg ist er. Und guck mal, er hat noch ganz viel Salz. Er hat das Salz hier gelesen. Ja. Ja, ich glaube, wir haben soweit alles zusammengepackt. Das sind die Geschenke für die Kollegen. Geschenke, die können wir dann, wenn wir wiederkommen, verteilen. Ich glaube, wir fahren jetzt auch nach Hause. Ich Kinder, wir wollen jetzt auch nach Hause. Ihr tut mir einen Gefallen. Was macht ihr jetzt? Ihr geht jetzt da vorne hin an euren Fernseher, da vorne, wo dieser Knopf ist da unten, und dann schaltet ihr aus. Und dann geht ihr zu Mama und Papa und dann helft ihr ihnen noch den Tisch decken und dann kommt ja auch gleich das Christkind bzw. der Weihnachtsmann, haben wir ja gelernt. Also, Fernseher ausschalten, jetzt ist Feierabend mit Fernsehen und wir gehen nach Hause. Shannon, komm, wir gehen nach Hause. Komm, Rainer. Tschüss. Tschüss.